was, Mutter? Wenn er nicht da ist. Man soll es nicht glauben, wie friedlich es auf der Welt sein kann, wenn er fort ist. Und nicht so laut, Niklas. Du dreh den doch nieder, Hanna. Sonst reizt Petroleum nicht mehr die Woche. Kann ich noch was sagen? Den Rest muss ich für Vater aufheben. Meinst du, dass der heute noch kommt? Erst wenn er sein Geld vertan hat. Mit diesem Weibstück. Immer Schnaps, wenn du noch nichts gegessen hast. Was machst du da? Das siehst du doch. Ich flicke. Warum machst du das? Martha! Ja, ich komme schon. Ich hab dir dein Essen warm gemacht. Lass Mutter in Ruhe! Los! Schlaf deinen Rausch aus! Bleib nicht mehr, ich geh weg. Nein, Niklas, wir dürfen Mutter nicht allein lassen. Hanna, du musst Sylvia holen, bevor er merkt, dass sie nicht da ist. Es wird doch immer schlimmer mit ihm. Nur einmal wird es ja ein Ende haben. Ja, und das wird unser Ende sein. Nein, Mutter, das wird es nicht. Hanna hat recht. Wenn wir zusammenbleiben, halten wir es durch. Los, lauf, Hanna. Ich gehe die Abkürzung. Aber gib Acht! Bist müde, Sylvia? Überhaupt nicht, Frau Gumpers. Ach, so jung müsste man noch mal sein. Ich wäre lieber alt. Da hätte ich viel von dem, was erst noch kommt, schon hinter mir. Jetzt kommt erst mal dein Lohn. Willst du hier bleiben heute Nacht? Gern, aber erst muss ich rüber zum Professor Matthias. Ich habe ihm versprochen, Feuer zu machen. Ja, das ist recht. Dankeschön. Ich fürchte, er ist sehr krank, der alte Herr, dieses Jahr.
Abend, Herr Professor. Ich komme Feuer machen. Oh, das ist gut. Es wird kalt hier oben. Ich sollte doch lieber mit den Zugvögeln nach Ägypten. Sie wollen schon weg? Ja, mein Kind. Der Winter ist nichts mehr für mich. Weißt du was? Du solltest mit mir kommen. Mir wäre schon recht, aber ich kann nicht weg von hier. Ja, warum nicht? Na, was ist denn los mit dir, Kind? Ja, du erzählst ja nie etwas. Wenn ich bei Ihnen bin, will ich von nichts anderem reden. Bleib so, mein Kind. Dieser Reflex in deinem Haar. Wie gestockter Honig. Na, so sollte man dich malen. Aber nicht wieder stundenlang stillsitzen. Ist ja auch zu spät heute. Ich bin müde. Ein andermal. Mhm. Gute Nacht, Herr Professor. Gute Nacht, mein Kind. Was ist denn noch, Hanna, so spät in der Nacht? Ich komme Silvi holen, Frau Gumpers. Der Vater ist wieder da. Ist er wieder mal da, der alte Saufbold? Nun soll das arme Kind mitten in der Nacht noch weg. Sie wissen doch, wie der Vater ist. Die Silvi ist noch drüben beim Herrn Professor. Ich bin schon da. Hat der Vater was gemerkt? Nein, noch nicht, aber komm schnell. Ich komme schon. Entschuldigen Sie bitte, Frau Gumpers. Gute Nacht. So geht das nun Jahr für Jahr. In der Nacht. Wo habt ihr euch rumgetrieben, ihr Uhrenpack? Ich hab gearbeitet. Gearbeitet? Wo denn, wann denn? Ich kann mir schon denken. Gar nichts kannst du dir denken. Silvia hilft dem Hospiz mit aus. Ein bisschen Geld verdienen. Du gibst uns ja nichts. Wo ist das Geld? Ich... Gib her. Ist aber nur... Gib her, hab ich gesagt. Was? Ist das alles? Muss doch mal ganz schön faul gewesen sein. Dir kann man nur wünschen, dass du anders bist. Halt doch dein Maul, du blödes Loder. Nichts mehr zum Sägen haben. Was heißt das? Der Forstmeister war hier. Er liefert die neuen Stämme erst, wenn die alten bezahlt sind. Jerry, anspannen. Ich war nach Andrus. Und ihr stapelt die Bretter neu, und zwar am Haus drüben. Und sauber. Alle Bretter? Alle? Warum denn, Vater? Ja, weil ich so will. Wenn ich zurückkomme, dann will ich aber die Bretter da drüben sehen, mein Lieber. Werde ich das Faulenz schon raustreiben. Das ist hier. Hier! Hier! Ich kann ja nicht weg, aber warum du noch hier bleibst, Jüri? Aber anders kriegst du doch wenigstens deinen Lohn. Ich gehe schon, wenn ich mit ihm abgerechnet habe. Er ist mir mehr schuldig als Geld. Du meinst die Sache mit deiner Frau? Was weißt denn du davon? Nichts Bestimmtes, aber weil sie damals gestorben ist. Ist er daran auch schuld? Man müsste ihn auf einen Baumstamm setzen, bis er langsam in die Säge. Komm schon, pack an. Vorwärts. Hey,
die Stimme. Man muss noch reden mit den Leuten. Was macht ihr denn da, ihr faulen Hunde? Wir sind gerade fertig geworden. Ja, da drüben haben wir die Bretter doch besser gefallen. Tragt sie wieder zurück. Ist der Laurenz da? Ja, was ist? Ich meine den Alten, sei froh. Was will denn der? Eine Vorladung vom Kreisgericht, Lauritz. Ja, ja, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja, hört ihr mal. Steckt doch jemand von euch dahinter. Wie kannst du denn sowas von uns denken? Das braucht's gar nicht. Da sind genug, die dich angezeigt haben. Da unterschreibt. Sagt er in den Bonner, ich soll dich mit dem Arsch abwischen. Die Verhandlung findet am 17. vom Kreisgericht statt. Dann will ich nicht kommen. Dann wirst du verhaftet und in Handschellen nach Andrus gebracht. Aber raus mit dir! Wie will denn an meinen Schnaps gehen? Kind, so solltest du das Haar immer tragen. Ich weiß gar nicht, warum du deine Schönheit so vor der Welt versteckst. Sie finden mich schön? Ich finde dich nicht schön. Du bist es. Tja, natürlich kann man noch etwas nachhelfen. Sie haben schon so viel für mich getan. Ich hoffe wenigstens noch so lange zu leben, bis ich deine Erziehung beendet habe. Da wären Sie bestimmt noch 100 Jahre alt, Herr Professor. Ja, ich könnte leicht dein Großvater sein. Nein. Ja, ja, sicher. Aber du hast schon recht. Ich spreche zu viel vom Sterben. Noch leuchtet das Licht. Ich muss jetzt gehen, Herr Professor. Heute ist Sonntag und ich habe Frau Gumpers versprochen, dass ich rechtzeitig zurück bin. Was? Schon jetzt? Es kann doch kaum 4 Uhr sein. Ich muss mich auch noch umziehen. Was? Umziehen? In die alten Lumpen? Verzeih, Kind. Ich wollte dich nicht beleidigen. Weißt du was, Silvia? Du behältst das Zeug hier an. Ich schenke es dir. Aber das ist doch viel zu viel. Ach, Unsinn. Das ist doch nur eine armselige Belohnung. Du hast mehr für einen alten, einsamen Mann getan, als du weißt. Und sie haben noch viel mehr für mich getan. Vielen Dank. Aber das eine sage ich dir. Wenn du den falschen Mann nimmst. Ich will überhaupt keinen Mann. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Zwanzig müsste man noch mal sein. Halt, mein Fräulein, Sie befinden sich im Naturschutzgebiet. Seit wann denn? Seit eben. Lassen Sie mich gehen. Das kostet Zoll. Ja, das kostet Zoll, ja. Wie viel? Wir sind bescheidene Menschen, sagen wir einen Kuss. Das könnte euch so passen. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Wenn Sie mich nicht sofort loslassen. Erst bekomme ich den Kuss. Henry, lass Sie doch gehen. Natürlich, der feine Herr Riechener. Na, warte. Und was zu essen, bitte? Haben Sie für mich was Besonderes? Ja, frischen Blaubeerkuchen. Bitte nicht böse sein wegen heute Nachmittag, Frau Silvia. Ist schon recht, Herr von Riechenau. Woher kennen Sie meinen Namen? Woher kennen Sie meinen? Ich brauche noch 6 halbe und 4/4 Feldliner. Ich hab nichts mehr. Lauf runter, hol rauf. Am Fenster steht ein blondes Mägdelein, lacht mir so freundlich zu. Da denk ich an den Mägdeliner rein. Frau Gumpers, kann ich mit meiner Schwester reden? Sie muss gleich kommen, sie holt gerade Wein. Wart mal da. Es dauert mir zu lang. Ich bring den Wein, Hüscher. Ich meine nicht den Wein. Was denn? Was? Darf ich den Wein tragen? Herr von Riechenau, wenn Sie das noch einmal machen, dann schreibe ich Ihrer Mutter. Was wissen Sie von meiner Mutter? Gar nichts. Die würde sich nur freuen, wenn sie wüsste, dass ich ein so hübsches Mädel... Moment mal. Herr von Riechenau, ich... Ich heiße Andreas oder Andi. Hören Sie nicht, Ihre Freunde schreien nach Wein. Die sollen verdursten.
Silvi, beeil dich! Ich muss gehen. Wann sehen wir uns wieder? Nie. Wir werden uns aber wiedersehen, ich weiß es ganz bestimmt. Geben Sie her. Ist was? Ich muss mit dir reden. Später, Niklas, ich habe keine Zeit. Ach, der ist verhaftet. Was? Silvia, komm doch! Ja. Na, du alter Herzensbrecher, ich sehe gar keine Blaubeeren in deinem Gesicht. Misch dich nicht in Sachen, von denen du nichts verstehst. Silenzium. Fräulein Silvia, wir wollen noch Ihr Wohl trinken. Oh. Wir bitten Sie wegen heute Nachmittag herzlich um Entschuldigung. Jawohl. Salut für das Fräulein. Salut. Gar nicht, Niklas. Ist. Dankeschön, Frau Gumpers. So, Niklas, was ist los mit Vater? Sie haben ihn ins Untersuchungsgefängnis gebracht. In Fesseln, 4 Mann hoch. Das ist ja furchtbar. So eine Schande. Also, Lauritz, gehen wir mal die Anklagepunkte der Reihe nach durch. Wir geben's nicht durchzugehen. Hier stinkt doch alles vorne und hinten. Lauritz, ich warne dich. Da hätten wir zunächst einmal Paragraph 24. Trunksucht und anstößiges Benehmen in der Öffentlichkeit. 3 Vorstrafen. Warst du noch nie besoffen, Amtmann? Ja, aber nicht so wie du. Es geht nicht darum, dass du dich bedrängst, Lauritz. Es geht darum, dass du randalierst, unflätige Reden führst, Leute belästigst oder sogar verprügelst. Allein in diesem Jahr liegen 3 neue Anzeigen vor, dass du nachts im Rausch ruhestörenden Lärm verursacht hast. Ich mache auch Krach, wenn ich nicht besoffen bin. Laut genug? Das kann ich auch. Jonas Lauritz, 10 Franken Buße wegen Ungebühr. Paragraph 18. Gotteslästerung. Du sollst am Sonntag, den 10. September, mit Lehmklumpen nach dem Bild unseres Herrn Jesus Christus geworfen und ihn obendrein mit Schimpfworten überschüttet haben. Das weiß ich nicht mehr. Willst du damit sagen, dass du es nicht absichtlich getan hast? Tut es dir leid, dass du das Kruzifix mit Dreck beworfen hast? Das Ding ist doch aus Holz. Vielleicht wirst du noch eines Tages deine störrischen Knie vor ihm beugen, den du geschmäht hast. Wir wollen es hoffen. Punkt 3. Unzucht und Ehebruch. Titele, ist die Kunigunde Meier da? Sie wartet draußen. Soll reinkommen. Moment, noch nicht. Silvian, Niklas, kommt mal zu mir her. Ihr seid nicht als Zeugen vorgeladen. Na, ich weiß aber... Oder habt ihr etwas gegen euren Vater vorzubringen? Nein, Herr Amtmann. Ihr habt das Recht, hier zu sein. Aber es wird so viel Schlimmes über euren Vater geredet werden, dass es besser ist, ihr geht nach Haus. Ich weiß, dass ihr ordentliche Menschen seid. Wenn du einmal einen Rat brauchst, komm zu mir, Niklas. Dankeschön, Herr Amtmann. Vielen Dank. Zeugin, Kunigunde Meier. Du, das war sie. Also, Sie geben zu, dass der Lauritz mehrfach bis morgens in der Früh bei Ihnen gewesen ist. So lautet die Anzeige. Ich möchte wissen, wen das was angeht. Ich empfange bei mir wen, wann und wie lang es mir passt. Ich bin nicht verheiratet. Sie nicht, aber Lauritz. Wer ist denn das überhaupt, wer der Anzeige erstattet hat? Weiber. Stellen wir diesen Punkt erstmal zurück. Jetzt aber kommen wir zu dem Fall Schmied. Da wirst du dich kaum herausreden können. Zeuge Schmied soll hereinkommen. Zeuge Schmied? Wenn er nicht da ist, können wir machen, was wir wollen.
Wir werden ihm zeigen, dass es auch ohne ihn geht. Nun versauft keiner mehr das Geld oder bringt's mit Weibern durch. Wir werden ihm zeigen, dass die Säge reicht. Für das Brot von uns allen. Wenn er sieht, dass wir nicht brauchen, wird er sich ändern. Wird er besser werden. Nun, Lauretz, willst du nicht auch aufstehen? Was soll ich? Aufstehen! Warum? Weil ich jetzt das Urteil verkünde. Ich höre am Sitzen genauso gut. Gut. Wenn dir so viel am Sitzen gelegen ist, das kannst du haben. Ich erhöhe hiermit Kraft meines richterlichen Amtes deine Strafe auf 9 Monate. Sonst wärst du mit 6 Monaten davongekommen. 9 Monate was? Gefängnis natürlich. Außerdem bekommst du 3 Jahre Wirtshausverbot. Das ist wohl nicht dein Ernst. Ich weiß, dass du es nicht ernst genommen hast. Aber du wirst es lernen müssen. Vielleicht bringt dich das endlich einmal zu Verstand. Was, du wagst es, mich ins Gefängnis zu werfen? Ja, jetzt endgültig, damit endlich einmal Ruhe ist! Schwein! Schwein! Professor. Entschuldigen Sie bitte, dass ich so spät komme. Und das Feuer ist ja fast aus. Herr Professor? Herr Professor, schlafen Sie? Sie wollen zu uns? Ich möchte Fräulein Silvia Lauretz sprechen. Die Silvia? Ist sie hier? Ja, ja, doch. Kommen Sie. Was war denn das für eine Glocke? Zeigt die bei Ihnen Besuch an? Nein, nein, das ist nur, wenn ein Baumstamm durchgelaufen und die Säge leer ist. Wissen Sie, so wie bei einer Schreibmaschine am Ende der Zeile. Ach so. Stoßen Sie nicht den Kopf an. Danke, schon passiert. Entschuldigung. Silvi! Tag.
Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir uns wiedersehen werden. Inzwischen hatte ich meinen Militärdienst, darum hat es so lange gedauert. Ich komme in amtlicher Eigenschaft vom Erbschaftsgericht. Von wo? Wollen Sie sich nicht setzen? Danke. Es handelt sich um den Nachlass des Professors Ferdinand Matthias, der im Januar dieses Jahres verstorben ist. Aber was habe ich damit zu tun? Ich bin doch nicht mit ihm verwandt. Eben, der Professor hatte keine Verwandte. Er hat den größten Teil seines Vermögens und seiner Bilder einer Stiftung hinterlassen, aber sein Barvermögen von 5.000 Franken hat er Ihnen vermacht, Fräulein Lauritz. Warum denn? Weil Sie, so schreibt er, es am meisten verdient haben. Sie ist mir eine treue Freundin gewesen. Manch einen trüben Tag hat sie mir erhellt. Über manche dunkle Stunde hat sie mir mit ihrem freien, unabhängigen Geist hinweggeholfen. Aber Silvia, das ist doch eine gute Nachricht. Mir wäre es viel lieber, wenn er noch leben würde. Das Geld liegt für Sie auf einem Sparkonto. Wie alt sind Sie? Im nächsten Februar wird sie 18. Dann ist Ihr Vater noch Ihr gesetzlicher Vormund. Er ist im Gefängnis. Hanna. Aber er muss es doch wissen, sonst kannst du nicht über das Geld verfügen. Wie lange denn noch? 3 Monate. Lass uns allein. Ja, der Amtmann. Was ist das für eine Ehre? Lauritz, ich will mit dir reden. Ja. Bin ich aber neugierig. Du kannst deinen hochfahrenden Ton ruhig lassen. Ich meine es nämlich gut mit dir und mit deiner Familie. Ja. Lebt die noch? Ich habe gehört, dass es ihnen gut geht. Aber der Winter ist um und ich nehme an, dass du gebraucht wirst. Schließlich bist du ja der Ernährer, nicht wahr? Du sollst dich hier ganz anständig aufgeführt haben. Hör zu, Lauritz. Dein ganzes Unglück kommt vom Saufen. Wenn du mir versprechen könntest, dass du es sein lässt, könnte ich mich entschließen, dich vorzeitig zu entlassen. Hier das Bankbuch. Bitte bestätigen. Hier. Und damit wäre meine Mission beendet. Wenn Sie mal einen Rat brauchen, kommen Sie zu mir nach Zürich, ja? Vielen Dank, Herr von Löchner. Ich begleite Sie raus. Auf Wiedersehen allerseits. Auf Wiedersehen. So. Und jetzt muss ich Ihnen etwas gestehen. Ich bin nicht beim Nachlassgericht, sondern bei der Staatsanwaltschaft. Ich habe nur zufällig von Ihrer Erbschaft gehört durch meinen Kollegen Dr. Scherz. Ist das der mit den Blaubeeren? Ja, der. Und da habe ich ihn überredet, mir den Auftrag zu überlassen. Hoffentlich war es Ihnen recht? Nein. Und was kriege ich dafür? Auf bald, Silvia. Auf recht bald. Ja, Andi. Salut, Fräulein Lauritz! Salut, Herr von Richenau! Jetzt kann Mutter endlich zum Arzt. Und wenn wir alle Schulden bezahlt haben, dann können wir uns ein Aggregat anschaffen für elektrisches Licht im Haus. Und wenn's reicht, vielleicht sogar ein Telefon. Niklas, du vergisst, dass es Silvis Geld ist. Mein Geld ist euer Geld, das wisst ihr doch. Und wenn du mal eine Mitgift brauchst? Uns von der Via Maler nimmt doch keiner. Vielleicht ändert sich das jetzt auch. Wegen guter Führung bin ich früher entlassen worden. Und damit ihr nicht so lange ohne Aufsicht seid.
Ihr spielt hier wohl die heilige Familie, hä? Na, krieg ich Antwort. Wenn ich mit meiner Frau sprechen will, brauche ich keinen anderen dabei. Ich hab euch doch verboten, euren lieben Gott in mein Haus einzuschleppen. In meinem Haus bin ich der Herr. Was klotzt er mich denn so an? Was ist denn das? Geh mal her. Das geht dich nichts an. Was heißt, geht dich nichts an? Silvia Lauretz, Erbin von 5.000 Franken. Was ist denn das? Silvias Bankbuch. Gib her. So, gib mir sofort das Bankbuch aus. Freiwillig. Nein. Du, dann lass dich ja nicht mehr. Jonas! Lass mich ja in Ruhe, sonst schlage ich euch noch tot. Sag doch was, Silvi, tut sehr weh. So, das kühlt. Sitz doch nicht alles so rum. Silvi, du musst in Zürich sein, bevor er das Geld abholt. Da fährt er. Du musst zu Herrn von Riechenau. Du hast recht, er wird uns helfen. Zieh mich um. Ich habe aber kein Geld. Ich hab noch was. Ich auch. Er darf dich nicht sehen, du musst deinen Zug später fahren. Und auf keinen Fall darfst du zurück, bis nicht alles klar ist. Ja. Sonst bringt er dich um. Ihn müsste man umbringen. Hanna! Ach was, ihr denkt es doch alle. Aber wir dürfen es nicht denken. Warum nicht? Weil wir seine Familie sind. Ich nicht. Das Gleiche wie ihr. Manchmal ist er so besoffen, dass er gar nichts mehr weiß. Wenn er dann langsam in die See... Nochmal Dr. Scherz, Vormundschaftsgericht. Hat Ihr Vater Sie eigentlich gefragt, ob er etwas von Ihrem Geld abheben darf? Vater hat noch nie jemand gefragt. Schade, dass der Anlass so ernst ist. Sonst würde ich ja sagen, ich freue mich. Ich auch. Wollen wir nicht zusammenbleiben? Ich meine, heute Nachmittag. Ich weiß, ein nettes Restaurant am See. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ja? Ja, Henry? Was? So eine Schweinerei. Ihr Vater hat das ganze Geld abgeholt. Also, was schlägst du vor? Ja. Ja, das ist wohl das Zweckmäßigste. Danke, Henry, ich melde mich wieder. Was haben Sie vor mit Vater? Vorläufiger Haftbefehl gegen ihn und Aberkennung der Vormundschaft. Sie wollen ihn verhaften? Nicht ich, das Vormundschaftsgericht. Oh nein, bitte tun Sie das nicht. Hängen Sie denn so sehr an ihm? Nein. Ach, ja. Verstehen Sie das nicht? Ich will nicht, dass mein Vater meinetwegen ins Gefängnis kommt. Doch, ich verstehe. Ich werde sehen, was ich machen lässt. Also, Silvia. Den Haftbefehl konnte ich rückgängig machen. Aber dass Sie einen neuen Vormund bekommen, um das kommen wir nicht herum. Dann kann ich nicht mehr heim. Warum nicht? Wenn das mein Vater erfährt, dann bringt er mich... Entschuldigung. Was fangen wir denn jetzt mit Ihnen an? Ich kann zurück ins Hospiz zu Frau Gumpers.
Das ist aber weit. Mit Ihrem Auto? Sind es nur 3 Stunden. Bitte? Einen Kaffee Kirsch, bitte. Bitte sehr gerne. Ich habe eine bessere Idee. Kennen Sie in Andros die Konditorei von Madame Robert? Ja, ich war einmal mit meinem Bruder da, am Tag der Gerichtsverhandlung. Ich kenne die Inhaberin gut. Erstens zahlt sie besser und zweitens... Und zweitens ist es näher. Und wie du aussiehst. Du hast wohl geerbt. Ja, das kann man wohl sagen. Du, schau mal hier. Komm. Was ist denn? Sieh mal hier. Für mich? Sieh mal. Na, sieh mal. Na, sieh mal. Ist das schön. Mensch, ist ja herrlich. Du verstehst was von Frauen. Komm, sieh mal an. Geh mal sehen, was passt. Später. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir. Wie lange bleibst du denn mit bei mir diesmal? Oh, so lange du willst. Ja? Ach, Kuni, wenn ich dich nicht hätte. Kein Mensch ist gut zu mir. Und deine Familie? Was schatzt sie? Warum bist du denn auf einmal so böse? Ach, ich bin doch nicht böse. Schatzi, wie du tanzt. Danke vielmals. Was wünschen Sie bitte? Einen Kaffee-Creme bitte und einen Kuss. Hm? Andi. Herr von Richenau, wie kommen Sie denn hierher? Mit dem Auto? Mitten in der Woche? Ja, damit hat es eine eigene Bewandtnis. Ich muss Ihnen etwas Interessantes erzählen. Ich darf hier nicht privat mit Ihnen sprechen. Ach, mit mir schon. Erika, gib mal her. Dankeschön, bitte. Hier ist der Kaffee. Und was den Kuss anbetrifft, müssen Sie sich mit einem Negerkuss begnügen. So heißt dieser Kuchen bei uns. Silvia, wann ist eigentlich Ihr freier Tag? Ich habe keinen. So? Das ist aber gegen das Gesetz. Da muss ich gleich mit Ihrer Chefin sprechen. Morgen bin ich frei. Aber da sind Sie längst wieder in Zürich. Nein. Ich bin nämlich hierher versetzt worden. Was? Haben Sie das neulich schon gewusst? Ja. Oh, Sie sind... Wieso? Es ist mein gutes Recht. Ich bin nämlich ganz in der Nähe hier zu Hause. Ich wohne mit meiner Mutter auf Burg Richenau. Wenigstens vorläufig. Meine Mama würde Ihnen übrigens gefallen. Aber ich ihr nicht. Ich glaube doch. Fräulein, bitte zahlen. Ich komm schon. Morgen um 3. Ich warte um die Ecke. 3 Kaffee, ein Kuchen, 2 Cognac. Macht 8,65. Stimmt so. Merci. Vom Vormundschaftsgericht. Genau. Er ist ein Vater. Wir wissen auch so, was drinsteht, sonst wäre Silvi zurückgekommen. Trotzdem, wir müssen wissen, was los ist. Mutter soll ihn aufmachen. Heute habe ich wieder 4 Ratten totgeschlagen. Aber es sind viel mehr. Gib mir mal das Gift. Zu schnell? Nein. Wohin fahren wir denn? Ins Hospiz, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben richtig gedacht. Er hat Silvis Geld abgehoben. Die ganzen 5.000? Ja. Kommt er ins Gefängnis? Nein,
Silvi hat die Strafanzeige zurückgezogen. Was? Das sieht dir ähnlich. Niklas, setz dich, es macht mich ganz verrückt, wenn du immer zu herumrennst. Vergiften müsste man ihn. Wir müssen jetzt überlegen, was wir tun, wenn er kommt. Wenn er überhaupt noch kommt, jetzt, wo er das Geld hat. Das wäre das Beste, was uns passieren kann. Lieber kein Geld. Hey. Du meinst, weil dir der Alte noch 1000 Franken schuldet? Das ist mehr. Juri, ich bürg dir, du kriegst dein Geld. Wann denn? Wann denn? Wenn ihr alle, tot seid, wenn euch alle umgebracht hat, darauf wartet ihr doch, aber ich nicht. Du tätst uns helfen, Juri? Mhm. Und wie? Heute Abend. In der Säge. Kinder, versündigt euch nicht. Ihr macht euer ganzes junges Leben kaputt. Tut es nicht, Kinder. Ich bitte euch. Mutter, du sollst doch im Bett bleiben. Hilf ihr. Und die Forellen. Sitz ab, Sylvie. Du bist heute gass. Ich kann mich noch gar nicht dran gewöhnen. Ja, so hat's bei mir auch angefangen. Was hat so angefangen? Na, das wird halt mit einer Hochzeit enden, das sieht man doch. Frau Gumpers, wie können Sie sowas sagen? Herr von Richenau hat mich nur mitgenommen, weil ich... Forellen müssen dreimal schwimmen. Zuerst im Wasser, dann in Butter und dann im Wein. Was empfehlen Sie uns, Frau Gumpers? Ja, unsere Stammgäste trinken immer einen Neuenburger dazu. Gut, den nehmen wir bitte. Ja. Darf ich Ihnen die Forellen zerlegen? Ja, bitte, gern. Das Geld zurück. Oh, das Geld zurück, habe ich gesagt. Das schuldest du mir. Oh, ein Dreck schuldest du mir. Das wäre mir so. Gib das. Du Saukerl, Drecksack, du Au, du Saukerl, nein. Du Hulenbock, du ist also wahr, was ich die Leute über dich erzählen, du Mörder. Was denn? Ja, Jüris Weib hast du unter die Erde gebracht, deine Familie schlägst du. Mit der Axt hast du nach deinem Sohn geworfen. Da hast du dein Scheißkind. Aber Kuni! Lass dich rausgehen, Kuni! Ja, mach, dass du rauskommst und lass dich nie wieder hier sehen. Ich werde mich überhaupt nicht mal wiedersehen. Ich gehe ins Ausland und schlafe immer. Ihr Dreckspacken! Lass mich! Oh. Man müsste wissen, wann er kommt. Er kommt nicht mehr. Aber wenn er doch kommt, ich hab mir ausgedacht. Dann kommt er und schaut nach, was los ist. Das macht er immer. Und wann er sich dann da runterbuckt, dann brauchen wir nur etwas Nachhilfe. Die Säge geht durch ihn wie durch Butter. Nein! Willst du nicht lieber ins Haus gehen, Hanna? Wenn wir es machen, dann zusammen, so wie wir es immer gedacht haben. Wäre es nicht besser am Wasserfall? Dann ist das Geld weg. Wenn er es noch bei sich hat. Glaubst du, er hält still wie ein Ochs? Versuch du's. Ich glaube, ich habe nicht genug Kraft. Du merkst es ja selber, dass er euch alle zum Krüppel macht, bis ihr ihm nichts mehr tun könnt. Danke für diesen schönen Tag, Silvia. Schade, dass es schon dunkel ist. Wie lange haben Sie eigentlich frei? Bis 11. Länger hält's Madame Robert für unmoralisch. Na, da haben wir ja noch wunderbar viel Zeit. Wollen wir hierbleiben oder wollen wir weiter? Wohin? Möchten Sie noch einen Wein? Oh, nein, danke. Da bist du noch glücklicher. Mir wäre gar nicht gut. Hast du Herrn von Riechen auch schon das Bild gezeigt? Oh. Was für ein Bild? Na, das der Herr Professor von ihr gemalt hat, ist noch drüben im Atelier. Wenn Sie es sehen wollen, dann gebe ich Ihnen den Schlüssel. Davon haben Sie mir gar nichts erzählt. Ich habe noch vieles nicht erzählt. Wir kennen uns noch nicht so lang. Kommen Sie, das Bild will ich sehen.
Ein schönes Bild. Aber irgendwie kommt es mir fremd vor. Wie das Bild eines anderen Mädchens. Er hat bis zu seinem Tod dran gemalt. War aber nie zufrieden damit. Tja, man könnte daran herumrätseln wie an dem Lächeln der Mona Lisa. Ich bin doch kein Rätsel. Für ihn war ich bestimmt keins. Er hat sie wohl sehr geliebt? Sicher. So wie die Wolken, die Berge. Er hatte ein sehr großes Herz. Da war für alles Platz. Sogar für mich. Wenn man sie so reden hört, Silvia, man könnte fast eifersüchtig werden. Was soll ich Ihnen darauf sagen, Andy? Das haben Sie doch nicht nötig. Pass auf, Juri. Kannst du mich sehen? Nein! Anna, bring das Licht näher. Jetzt sehe ich! Ich komme jetzt. Ich will's aber nicht allein tun. Ich gehe hinter ihm. Das Messer? Hab ich. Jetzt schlage ich verkehrt, sonst wird das Bein stumpf. Vater! Na, wer denn sonst? Nicht heute. Was machst du denn hier? Mitten in der Nacht? Hast mich wohl nicht erwartet, was? Nein, Vater. Na, was klotzt mich so an? Die Alarmglocke ist plötzlich gegangen, da bin ich hinausgelaufen. Wo ist denn Jerry? Ich weiß nicht, Vater. Na dann, spann du aus! Hättest ihn doch hergelockt. So werden wir ihn nie los. So nie. Guten Abend. Guten Abend, habe ich gesagt. Guten Abend. Ist doch leer, wir haben die ausgesoffen. Du selber, wer denn sonst? Anna, dreh dich mal um. Ja, mein neuer Anzug, möchte mal wissen, wie er dir gefällt. Nicht leiden, hä? Ne? Wäre aber ganz gut, wenn du ein bisschen nett zu mir wärst, du. Vater, lass das! Sonst brenne ich dir ein Zeichen ins Gesicht! Du versuchst doch, du! Hanna, Hanna! Bist du wohl entschuldigen, Vater, lass los! Hanna, Hanna! Lass los! Hanna, Hanna! 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 Mach, dass du raufkommst, sonst erschlage ich dich. Durst. Gib mir was zu trinken. Du sollst zu trinken haben. Geh jetzt. Unter meiner Wäsche, oben in der Kammer, habe ich den Schnaps versteckt. Hab geglaubt, er wird besser, wenn er nicht mehr trinkt. Der wird immer nur schlechter. Wo
oder leg dich. Du bist doch krank. Weißt du, dass ich ein anderer Mensch bin, seit ich dich kenne? Ich will aber keinen anderen Menschen. Ich mag dich so. Bitte bleib so, wie du warst, Andi. Ich auch. Das ist schrecklich. Warum ist das schrecklich? Weil ich dich nicht lieben darf. Warum nicht? Weil du groß bist und ich klein. Weil du Herr von Richenau bist und ich Silvia Lauritz. Weil mein Vater im Gefängnis war und weil du Richter bist. Und weil deine Mutter sich bedanken würde für eine aus der Via Mala. Noch nie habe ich einen so schönen Mund so viel Unsinn reden hören. Das ist kein Unsinn, Andi. Und was denkst du, soll aus uns beiden werden? Warum fragst du so? Eines Tages werde ich deine Geliebte und niemand wird davon erfahren. Du vergisst, wo wir leben. Wir sind ein hochmoralisches Land. Bei uns wird geheiratet, wenn man sich liebt. Heirat ist ganz ausgeschlossen. Ich mache dir einen Antrag und du gibst mir einen Korb. Und dabei behauptest du, mich zu lieben. Das tue ich auch. Warum fragst du niemand aus der Gegend? Alle würden dir sagen, einer aus der Via Mala heiratet mich nicht. Das ist eine fixe Idee von dir. Du kennst mich noch nicht. Was ich vorhabe, das setze ich auch durch. Es ist bald 11, Andi. Wir müssen gehen. Flucht nochmal! Hört ihr da niemand?
konnte ich. Wo ist denn dein Mut geblieben? Jetzt hänge ich halt am Leben. Wo willst du denn heute hin? Nach Riechenau. Da sind wir, Mama. Das ist Silvia. Hübsch ist sie. Ich hab dir ja gesagt, dass sie dir gefallen wird. Willst du nicht lieber dem Gärtner zeigen, wo die Papageientulpen hin sollen? Aber selbstverständlich, Mama. Kommen Sie, mein Kind, setzen Sie. Also, Sie möchten meinen Sohn heiraten? Nein, er will mich heiraten, aber ich finde das ganz falsch. Ist es ehrlich? Natürlich. Und Sie werden auch nicht gerade auf mich gewartet haben, Frau von Riechenau. Nein, das gerade nicht. Ich habe eigentlich für meinen Sohn andere Pläne gehabt. Können Sie ihm diese dumme Heiratsidee nicht ausreden? Na, gern. Aber wie? Geben Sie mir ein Argument. Ich bin viel zu ungebildet, um als Andis Frau aufzutreten. Ich habe ganz unregelmäßig die Dorfschule besucht. Und was ich weiß, das habe ich nur so zusammengelesen. Das spricht doch nur für einen gesunden Ehrgeiz und eine natürliche Begabung. Und was noch fehlt, können Sie ja noch nachholen, mein Kind. Aber das größte Hindernis ist mein Vater. Er ist in der ganzen Gegend bekannt. Er trinkt. Dadurch ist auch das Sägewerk total heruntergekommen. Ich glaube nicht, dass Andi in ihr Sägewerk einheiraten will. Wenn Sie nichts Schlimmeres gegen sich selbst vorzubringen haben. Was zum Beispiel? Haben Sie uneheliche Kinder? Nein. Sind Sie vorbestraft? Ich nein. Also, Mama? Zufrieden? Ich wollte Sie dir eigentlich ausreden, aber ich kann nicht. Ich finde Sie entzückend. Das habe ich gehofft. Also, wann soll die Hochzeit sein? So bald wie möglich. Einverstanden, Silvi? Andi, ich weiß nicht, ob das gut ist. Dieter lieber wieder da. Und was hast du zu ihm gesagt? Natürlich dasselbe. Sicher? In der Nacht zum 16. Mai ist er wieder mal betrunken gewesen und hat uns gedroht und wir was antun wollen. Und wie wir uns gewehrt haben, da hat er plötzlich gesagt, dass er uns nicht mehr sehen will und ist davongelaufen mitten in der Nacht und nicht mehr wiedergekommen. Stimmt? Genau. Silvi hat geschrieben, dass sie heiraten will. Den Herrn von Riechenau. Wir sind eingeladen. Ja. Aber wir gehen nicht hin. Warum? Es können Fragen gestellt werden, er ist Untersuchungsrichter. Wir können ja sagen, dass wir nicht die richtige Kleidung haben. Und dass Mutter krank ist. Unter der Via Mala haben sie heute Morgen wieder die ganze Schlucht abgesucht. Aber sie haben wieder nichts gefunden. Und wann ist eigentlich Zahltag? Warum? Weil ich weg will. Wohin denn? Weit weg, wie es geht. Was schulden wir dir? Ja, also das sind erst mal die 1000, die ich dem Alten fürs Geschäft gegeben habe. Wir halten unser Versprechen. Weiß Sylvi eigentlich, dass Vater nicht mehr da ist? Nein, noch nicht. Wenn er aber wiederkommt? Du musst dich zusammennehmen, Mutter. Er kommt nicht mehr. Trink. Andi! Auf Wiedersehen! Jetzt hätte ich doch beinahe euer Hochzeitsgeschenk vergessen. Silvia, zur Erinnerung an den denkwürdigen Tag, an dem ihr euch kennengelernt habt, einmal Blaubeeren. Danke. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Auf Wiedersehen, Silvia. Andi, recht viel Glück. Auf Wiedersehen. Adieu.
Hanna. Grüß dich, Silvi. Guten Tag, Schwager. Grüß Gott, Hanna. Herrschaft, sowas. Jetzt muss man ja wohl Frau von Riechenau zu dir sagen. Dummer Bub, untersteh dich. Und zu mir dürfen Sie ruhig Schwager sagen. Wir sind ja jetzt verwandt. Wo ist der Vater? Ja, der ist mal wieder unterwegs. Wo ist er denn? Ja, wir wissen es nicht, er ist schon eine ganze Zeit weg. Wie lang? Fast 2 Monate. Naja, er ist doch schon öfter so lang weggeblieben. Ich wollte gern mit ihm sprechen. Ja, Andi hat sich überlegt, ob er sich beteiligen soll, damit hier alles in Ordnung kommt. Vielleicht kann der Herr Schwager mit mir darüber sprechen. Es ist alles in Ordnung. Darf ich Ihnen die Säge zeigen? Ja, gern. Und du schaust inzwischen nach deiner Mutter. Hoffentlich geht's ihr besser. Ist was passiert? Diesmal haben wir das Gefühl, dass er nicht wiederkommt. Er hat gesagt, dass er uns satt hat und dass er nach Italien will. Ach so. Wie geht es dir, Mutter? Wie soll es mir gehen, Sylvie? Ich werde bald sterben. So darfst du nicht reden, Mutter. War der Arzt da? Ja. Er hat mir auch was verschrieben, aber das hilft nicht mehr. Du, Sylvie. Ja? Mutter! Ich weiß, ich soll nicht davon reden. Von was? Von was soll sie nicht reden? Ein Trauerflor um das Bild. Mutter glaubt, dass er verunglückt ist. Es war Nebel an dem Abend. Hanna, sag mir die Wahrheit. Komm, Mutter braucht ihre Ruhe. Na, hast auch kein leichtes Leben, was? Braver Kerl, richtiger Arbeiter und nie krank. Auch nicht an der Sehne da? Sie verstehen ja was davon. Na ja, ich wäre auch gern Tierarzt geworden. Herr Schwager, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Selbstverständlich. Angenommen, der Vater kommt nicht zurück, was er uns angedeutet hat. Was muss ich dann tun, damit ich das Geschäft weiterführen kann? Tja, das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Aber da gehen Sie am besten zum alten Bonatsch, der soll ja sehr großzügig sein. Vielleicht gibt er Ihnen eine zeitweilige Zeichnungsberechtigung. Aber wenn er nun, gesetzt den Fall, er kommt gar nicht wieder. Halten Sie das denn für möglich? Ja. Immerhin hat er Mündelgelder unterschlagen. Musst du damit rechnen, wieder ins Gefängnis zu kommen? Tja, in diesem Falle beantragen Sie am besten nach Ablauf der gesetzlichen Frist eine Verschollenheitserklärung. Aha. Gib mir doch endlich Antwort. Nicht so laut. Also gut, ich will's dir sagen. Wir alle sind's gewesen. Was soll das heißen, wir alle? Einer von uns. Aber wer es endgültig getan hat, das wissen wir nicht. Es ist auch ganz gleich. Denn wir alle haben es 100-mal in Gedanken getan. Vielleicht sogar du. Nein, Hanna, ich nicht. Wir haben ihn zusammen weggebracht. Er kann nie gefunden werden. Wenn du es deinem Mann sagst, denk dran, dass er uns alle anklagen müsste. Wegen Vatermord. Ich werde ihm nichts sagen. Versprichst du es mir? Ihr seid doch meine Geschwister. Ich will nicht, dass man euch einsperrt. Bin mir damit geholfen. Warum schließt ihr euch denn ein? Habt ihr Geheimnisse? Was hast du denn? Es geht Mutter gar nicht gut. Willst du hier bleiben, Sylvie? Nein.
denn? Im Garten. Schon da bist. Es war so schön heute, da bin ich einfach weggegangen. Ich fühle mich wie ein Schulschwänzer. Er ist ein freier Schweizer und kann tun und lassen, was er will. Und selbst dazu ist er nicht verpflichtet. Schöne Sachen bringt dir dein Vater dabei, mein Schatzi. Also, wie lange ist das jetzt her? Auf den Tag ein Jahr. Und seither habt ihr nie wieder etwas von ihm gehört? Nee. Wir nehmen jetzt an, dass er auf dem Weg über die Grenze in eine Gletscherspalte geraten ist. Es lag damals hier noch viel Schnee auf dem Berg. Ihr habt euch scheint's damit abgefunden. Aber, Herr Bonatsch, Sie wissen doch... Ja, schon gut, schon gut. Und Sie haben mir damals versprochen, wenn ich Hilfe brauche, dann darf ich zu Ihnen kommen. Dazu stehe ich auch. Und wie soll ich das Geschäft in die Höhe bringen, wenn ich nicht endlich eine Vollmacht bekomme? Ich habe gehört, Niklas, wie fleißig und tüchtig du bist. Aber so eine Verschollenheitserklärung ist keine Kleinigkeit. Und ich fühle mich miserabel. Schon seit ein paar Tagen. Weißt du was? Komm nächste Woche wieder. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Danke vielmals, Herr Amtmann. Ah, Herr von Riechenau. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Leider muss ich Ihnen eine zusätzliche Arbeit anhängen. Ja, Herr Präsident? Da ist doch in der letzten Woche der Amtmann Bonatsch gestorben. Haben Sie ihn gekannt? Leider nicht mehr, Herr Präsident. Er muss eine interessante Persönlichkeit gewesen sein. Wie sagten Sie? Er muss eine sehr eigenwillige Persönlichkeit gewesen sein. Ja, das kann man wohl sagen. In Rechtssachen urteilte er mehr nach dem Gefühl als nach dem Gesetz. Tja. So ein Volksrichter hat es bequem. Wir Berufsrichter können uns sowas leider nicht leisten. Ach, ist das Ihre Ansicht? Ja. Das Recht ist eine Norm. Und wenn man sie verlässt, dann verirrt man sich im Ausweglosen. Streng, aber gerecht. Ja, also wie dem auch sei, dieser Bonatsch hat uns hier allerhand eingebrockt. Reklamationen sind gekommen, Verdächtigungen, kurzum. Diese Akten hier müssen überprüft werden. Und zwar von einem so integren Juristen, wie Sie es sind. Sie übertragen mir eine große Verantwortung, Herr Präsident. Wie lange habe ich Zeit? Bis zur nächsten Sitzung des Rates. Ich werde noch heute damit beginnen. Recht so. Andi, was machst du denn? Gehst du heute gar nicht zu Bett? Silvia, warum hast du mir nicht gesagt, dass Bonatsch dich vernommen hat? Was weißt du vom Verschwinden deines Vaters? Ich habe es gewusst. Was? Dass er eines Tages zwischen uns treten würde und unser Glück zerstören. So wie er alles zerstört hat, sein Leben lang. Wenn du mir die Wahrheit sagst, wird er gar nichts zerstören. Sag mir jetzt, was du weißt. Ich war nicht da, als Vater verschwand. Warum rührst du die Geschichte auf? Ich kann nichts dafür. Ich habe den Fall zur Überprüfung bekommen. Dann gib ihn zurück. Nein. Es ist immer noch besser, er bleibt unter meiner Kontrolle. Was meinst du damit? Die Aussagen hier im Protokoll sind unklar und voller Widersprüche. Sie stimmen hinten und vorne nicht. Ich kenne dich nicht mehr. Du sprichst den Untersuchungsrichter. Zum Donnerwetter, das ist mein Beruf. Wenn dir irgendetwas an mir liegt, dann verbrenne dieses Papier. Bist du wahnsinnig? Nein, wahnsinnig bist du, weil du wieder damit anfängst. Silvia, du weißt mehr, als du sagen willst. Ich bitte dich. Sag mir, was mit deinem Vater geschehen ist. Woher soll ich es wissen? Ich war weg, ich war nicht zu Hause. Ich muss die Wahrheit wissen. Auch wenn sie unser Glück zerstört? Versteh mich doch. Ich habe einen Dienstzeit geschworen, ich muss meine Pflicht tun. Gerade meine Frau sollte das verstehen. Du hast diese Heirat gewollt, nicht ich. Ich kann dich nicht daran hindern, deine Pflicht zu tun. Aber bitte lass mich bis dahin fortgehen. Du würdest immer wieder fragen und ich kann nicht antworten. Ich schaff's nicht mehr allein. Wir brauchen halt Ersatz für Jüri.
Ist Silvi hier? Silvi? Nein, wieso? Nein, ich dachte. Ist sie denn nicht zu Hause? Guten Tag. Guten Tag. Können wir reingehen? Ja, natürlich. Ein Glas Wein? Nein, danke. Es geht um die Verschollenheitserklärung, die Sie beantragt haben. Die Sache ist an mich verwiesen worden. Könnten Sie es nicht schnell durchsetzen? Das wäre fürs Geschäft und für uns alle so wichtig. Das ist nicht so einfach. Ich habe einen Amtseid geschworen. Ich kann erst was für euch tun, wenn alles klar ist. Aber es ist doch klar, Schwager. Es steht doch in den Akten. Wir haben doch alle dasselbe ausgesagt. Ja, auffallend das Gleiche. Was wollen Sie denn noch wissen? Nur die Wahrheit. Setzt euch doch. Wie geht es Ihrer Mutter? Gar nicht gut. Kann ich mit ihr sprechen? Nein. Wir haben schon nach dem Pfarrer gerufen. Also, ich muss noch einmal hören, was hier in der Nacht zum 16. Mai passiert ist. In der Nacht zum 16. Mai ist Vater wieder einmal betrunken gewesen und hat meiner Schwester was antun wollen und uns alle bedroht. Und wie wir uns zur Wehr gesetzt haben... Da hat er plötzlich gesagt, dass er uns nicht mehr sehen will und so weiter. Danke, das kann ich auswendig. Ich will wissen, was wirklich geschehen ist. Ich hab's doch gesagt. Er war betrunken und ist weggelaufen. Zu Fuß. Gegen seine Gewohnheit. Weil das Muli lahmte. So jedenfalls steht es hier in Ihrer Aussage. Mir aber haben Sie gesagt, das Tier war noch nie krank. Draußen am Brunnen haben Sie es gesagt. Wissen Sie es noch? Hatte er Geld bei sich? Sie meinen Silvis Geld? Ja, das hat er doch mitgenommen. Deshalb kommt er auch nicht wieder, wegen der unterschlagenen Mündelgelder, weil er weiß, dass er dann wieder ins Gefängnis muss. Das heißt? Etwas hat er dagelassen. Ganz recht. Sonst hätte ich nämlich fragen müssen, wovon Sie in der Zwischenzeit gelebt haben. Ich sag ja, etwas hat er dagelassen. Wie viel? Das weiß ich nicht mehr genau. Ein paar hundert Franken. Für uns war es jedenfalls genug. Ja, und inzwischen haben wir ja auch wieder verdient und keiner versauft mehr das Geld. Ein paar hundert Franken. Mehr nicht? Nein, nicht mehr. Und woher hatten Sie die 1000 Franken, die Sie dem Jüri Wagner bezahlt haben? Davon weiß ich nichts. Da steht aber in Ihrer Aussage, seinen Geschäftsanteil von 1000 Franken zahlte ich ihm zurück. Das soll ich gesagt haben? Ja, hier steht es, mit Ihrer eigenen Unterschrift. Wenn ein anderer an meiner Stelle wäre, dann hättet ihr schon Handschellen an, bevor das Verhör beendet ist. Das ist nämlich so, wir haben versprochen, ihm das Geld nachzuschicken, wenn's Geschäft wieder geht. Wohin wollten Sie es denn schicken? Wir wissen noch nicht, wo er im Moment ist. Er ist tot. Auf dem Bau verunglückt, in Bern. Die Nachricht war die Antwort der Polizei auf eine Nachforschung, die ich veranlasst habe. Macht es mir doch nicht so schwer. Wie soll ich euch helfen, wenn ihr mich alle anlügt? Was wollen Sie wissen, Schwager? Ich will wissen, wie es geschah und wer es getan hat. Jetzt glauben Sie wohl, wir werden sagen, der Jüri war's. Das werden wir nicht tun. Wer war's denn? Wir lassen uns nicht länger verhören. Wir sind keine Verbrecher. Sag du ihm, wer es getan hat. Ich war's. Glauben Sie ihm nicht. Er war es so viel wie ich. Wie wir alle. Ist das ein Geständnis? Denken Sie, was Sie wollen, Herr Schwager. Sie haben keine Ahnung von uns. Wie sollte ich auch? Wenn mir keiner etwas sagt. Wissen Sie wirklich nicht, dass unser Vater ein Teufel war? Woher glauben Sie wohl, dass der Niklas hinkt? Weil der Alte ihn zum Krüppel geschlagen hat. Fürs ganze Leben. Und über mich ist er hergefallen. Da, wo nur der eigene Mann die Frau berühren darf, da hat es versucht. Der Vater. Der Bonatsch hat nur eingesperrt. Aber das war zu wenig. Und er hätte nur immer wieder einsperren können. Das heißt aber, dass er immer wieder rauskommt, dass es jedes Mal schlimmer wird mit ihm. Und wir hätten es ertragen müssen. Er hat uns alle umgebracht. Mutter, Hanna, Jöre, mich. Und auch Ihre Frau, Herr Schwager. Da haben wir es vor ihm getan. Glauben Sie mir, eine ganze Familie steht nicht zusammen in einer so schweren Sache, wenn es nicht genauso war, wie ich sag. Unsere Mutter, sie hat von uns allen das unglücklichste Leben gehabt. Und jetzt liegt sie im Sterben.
Silvia hat mir von all dem nie etwas gesagt. Weil ich ihr das Versprechen abgenommen habe. Und sie hat's gehalten. Werden wir nun verhaftet? Silvia hätte eben keine Geheimnisse vor mir haben dürfen. Sie hat ihren Geschwistern versprochen zu schweigen und sie hat es getan. Spricht das nicht für sie? Du musst diesen armen Menschen helfen. Nach allem, was du erzählt hast, haben sie es verdient. Nach dem Gesetz sind sie schuldig. Es war kein Mord, es war Notwehr. Nicht im Sinne des Gesetzes. Gesetz, immer nur Gesetz. Wo bleibt denn der Mensch, André? Deine Doktorarbeit hatte die ethischen Grundlagen der Strafe zum Thema. Wende einmal deine Thesen auf diesen praktischen Fall an. Glaubst du, dass die Laurets für die Öffentlichkeit, für irgendjemand, noch eine Gefahr sind? Auf keinen Fall. Sie werden nie mehr irgendjemand auch nur ein Haar krümmen. Warum dann so viel Elend anrichten, wenn die Allgemeinheit keinen Gewinn davon hat? Wenn der Präsident dahinter kommt, dass ich sie gedeckt habe, dann komme ich wegen Missbrauchs der Amtsgewalt ins Gefängnis. Du hast deinen Beruf sehr geliebt. Ich weiß es. Gib die Akten zurück, André, und erklär dich befangen. Wenn der Fall in andere Hände kommt, sind sie nicht mehr zu retten. Dann gibt es nur eines. Du musst etwas Schlechtes tun, um etwas Gutes zu erreichen. Vielleicht ist das hier die einzige große Entscheidung in deinem Leben, vor die du gestellt wirst. Vielleicht hast du nur für diesen einen Fall deinen Beruf. Wie es auch ausgeht, ich bin nicht mehr wert, Richter zu bleiben. Es ist besser, du bleibst jetzt allein. Aber versprich mir, nichts Übereiltes zu tun. Ich werde nichts Übereiltes tun. Vergiss nicht, du versprichst es deiner Mutter. Ich verspreche es. Mit dir reden, Silvi. Du machst mir Angst, Mutter. Du brauchst bald keine Angst mehr haben, Silvi. Ich auch nicht. Es wird alles wieder gut werden. Für dich und für uns. Sogar für deinen Mann. Du sagst es so seltsam. Komm. Komm, mein Kind, komm ganz nah. Da auf dem Nachttisch liegt ein Brief. Du weißt am besten, wohin er soll. Da steht alles drin. Was steht drin? Dass ich es gewesen bin. Ich ganz allein. Du? Du fantasierst ja, Mutter. Meine Gedanken sind manchmal gewandert. Aber jetzt bin ich ganz klar und ich weiß, dass ich bald vor meinem Richter stehe. Du willst doch nicht sagen, dass du Vater... Doch. Eine Mutter muss ihre Kinder nicht nur geboren haben. Sie muss ihnen auch helfen, dass sie ihr Leben rechtschaffend leben können.
Ich habe nicht zulassen dürfen, dass Niklas und Hannah vermördert werden. Ihr ganzes Leben wäre kaputt gewesen. Kennen Sie den Inhalt des Briefes Ihrer Mutter? Nein. Dann lese ich Ihnen den Brief vor. Weil ich nicht im Gefängnis sterben möchte, soll der Brief ans Gericht gehen, wenn ich tot bin. Mein Schwiegersohn, Herr von Riechenau, will uns alle als Mörder überführen an meinem Mann. Ich ahnte ja nicht, dass Ihre Familie betroffen war. Ihr Mann hätte mir doch die Akte nur zurückzureichen brauchen, dann wäre doch aus allem raus. Sie glauben nicht, Herr Präsident, wie sehr er sich quält. Und um Ihnen zu helfen, haben Sie mir den Brief Ihrer verstorbenen Frau Mutter persönlich gebracht? Ja. Ihr Mann kennt also den Inhalt des Briefes natürlich auch nicht. Nein, ich möchte meinen Mann vor einem Fehler bewahren. Verstehen Sie, Herr Präsident, unsere Ehe ist... Sie lieben Ihren Mann wohl sehr. Darum bin ich zu Ihnen gekommen. Lassen Sie mich zu Ende lesen. Ich schwöre es, ich allein habe es getan. Ich habe es getan, um meine Kinder an der Tat zu verhindern. Sie hätten damit ihr junges Leben zerstört. Darum habe ich meinen Mann vergiftet. Martha Lauretz. Guten Morgen, Herr Präsident. Morgen. Sie haben mich rufen lassen? Hier sind die Akten. Nun haben Sie etwas zu beanstanden? Unter den 6 Fällen, die zu prüfen waren, ist ein Fall etwas unklar. Welcher? Es handelt sich um den Sägemüller Lauretz von der Via Mala, der im vorigen Jahr verschwunden ist. Lauretz? Lauretz? Der Name kommt mir bekannt vor. Meine Frau ist eine geborene Lauretz. Ach, vielleicht deshalb, ja. Und was ist damit? Nach dem Verschwinden des Sägemüllers hat Bonatsch Nachforschungen anstellen lassen. Und was hat er herausgefunden? Nichts, aber er hat auf Antrag des Sohnes eine Verschollenheitserklärung vorbereitet. Gibt es einen plausiblen Grund für das Verschwinden? Man sagt, der Mann war ein Säufer. Mhm. Und als er das Haus verließ, war er betrunken. Man hat ihn nie wiedergesehen. Unglücksfall? Sieht ganz so aus. Verzeihung, ich habe mich recht verstanden. Sagten Sie Unfall oder sagten Sie Mord? Ich glaube nicht, dass die Verdachtsgründe ausreichen. Ach, Sie haben die Verschollenheitserklärung bereits unterschrieben? War das nicht ein bisschen voreilig? Es bedarf ja noch Ihrer Gegenzeichnung, Herr Präsident. Die kann ich Ihnen leider nicht geben, Herr von Riechenau. Ich verstehe nicht ganz. Es war kein Unfall. Es war Mord. Woher wissen Sie das? Wir haben das Geständnis der Täterin. Der Täterin? Ja. Martha Lauretz, die Frau des Sägewerkbesitzers Jonas Lauretz, hat gestanden, allein ihren Mann durch Gift getötet zu haben. Das war mir nicht bekannt. Die Sache scheint Ihnen sehr nahe zu gehen. Darf ich fragen, wie das Geständnis in Ihre Hände... Das ist unerheblich. Erheblich ist, dass die Täterin nicht mehr lebt. Tja, ich sehe nicht mehr sehr gut, ich höre auch nicht mehr sehr gut. Ich bin auch nicht mehr sehr gut zu Fuß, aber ich fühle noch ganz gut. Und darum schlage ich vor, wir legen den Fall ad acta. Ihr Einverständnis vorausgesetzt. Ist noch was, mein junger Freund? Was wird nun... mit der Verschollenheitserklärung? Die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen den Totenschein. Sie haben schon unterschrieben. Ja, es bedarf noch Ihrer Gegenzeichnung. Ich bin ein freier Schwitzer und kann tun und lassen, was ich will. Und selbst dazu bin ich nicht verpflichtet. Silvia. Andi. Du bist also doch zurückgekommen.
Was soll denn aus deinem Sohn werden, wenn ich nicht da bin? Ich muss dir etwas sagen. Ja? Der Fall Lauretz hat sich aufgeklärt. Die Mutter hat ein Geständnis abgelegt. Nicht weitersprechen. Ich weiß. Nicht alles. Ist es was Schlimmes? Todeserklärung Jonas Lauretz, Sägewerkbesitzer Via Mala. Hanna und Niklas, Sie sind doch damit frei, oder? Ja, und wir auch. Oh, Andi. Wir wollen Ihnen die gute Nachricht bringen.